So Leute, willkommen zu einem Video zu My Dragon Tycoon und wie ihr seht, stelle ich ja mit dem coolen Drache hier auf der coolen Hollywood-Schaukel. Mega nice. Genau, wie versprochen geht's direkt weiter und heute bauen wir das Haus weiter aus, lassen den Drachen vielleicht einmal kurz evolven und machen ein paar mehr Monster kaputt. Also bleibt dran und bis gleich, Leute. So, damit sagen wir jetzt los. Wie ihr seht schon, ich habe ein bisschen Geld zusammengespart, ein bisschen gut, nämlich 400.000. Ich habe ein bisschen gefarmt, habe ich auch kurz Level 15 gemacht. Ihr seht schon Level 14 hier. Und ja, ich wollte mit euch zusammen einmal direkt hier weiter zocken und. Genau, das kann ich mit meinem Drachen evolven, habe mir jetzt die, ich glaube, das ist schon das dritte oder zweite Stockwerk komplett immer jetzt immer ausgebaut und kann jetzt, ja, ich kann jetzt den Drachen evolven machen mit 4200 Dollar, das machen wir jetzt auch und ich wollte euch mit live mit dabei haben, man geht auf jeden Fall jetzt los. Oh yeah. Oh, cool. Ja, ja. Ah, es ist halt größer und stärker geworden, hat hoffentlich bitte, er hat einen Skill, hat einen R, der hat einen R. Ah, cool, perfekt. Yeah, ist mein Drache ein bisschen größer geworden. Kann ich Erde, was passiert dann? Ah, da kann ich jetzt fliegen mit den Drachen. Ah, das habe ich hier schon gesehen mit dem Game, ja? Da kann ich jetzt fliegen. Yippie! Ich kann nur reiten, glaube ich. Das kann ich mit dem Drachen reiten. Okay, jetzt bin ich auf den Drachen drauf. Sehr cool, das sieht gut aus. So, nehmen wir der Mr. Fritz hier schon Level 100. 111 war der, krass. 111, das ist richtig krass. Okay, cool. Ich habe ein bisschen zusammengeschaut. Dragon ist evolved. Hat jetzt so was Cooles. Vielleicht ein Skill oder sowas. Wir gucken mal kurz. Chat hier weg. Hat der jetzt ein Skill? Das ist ja cool. Accessoires hat er keine. Und dann die coole Brille hat er noch auf. Hat immer noch 17 Attack und sieht jetzt. Ja, schade. Ich kann kein Skill dazufügen. Na, mal gucken, wann wir den Skill dazu bekommen. Alles klar. So, lass mal eine Runde weitermachen. Das heißt, Drachen ist jetzt ein Stückchen größer geworden. Sieht auf jeden Fall jetzt einfach mächtiger aus. Der kleine Drachen, Level 12 ist er schon. Und genau, lass mal gucken jetzt, dass wir hier ein bisschen das Haus weiter ausbauen. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Waffe, damit ich hier die Monster schneller killen kann. Das wäre super. Das heißt, das war jetzt gekauft. Jetzt geht's hier weiter mit Leather. Yeah, nächstes... Oh, hey. Nächstes Stockwerk, bitte. 400.000 Cash habe ich zusammengespart, Leute. Und das sollte auf jeden Fall ausreichen. Ah, was ist das jetzt hier? Okay. Waffenshop. Licht bitte. Ich glaube, ich kaufe das Night Sword. Ich muss ja so beides kaufen, ist ja auch egal. So, das bisschen Geld hier passt. Yeah, Broken Sword und Night Sword. Nice. Oh yeah, das bin ich richtig krass. Das heißt, das Night Sword, das sieht schon cool aus. Nice. Ja, cool. So, lass mal hier ein bisschen was kaufen wieder. Ein bisschen was machen hier, dass wir einfach hier das Haus wieder aufbauen. Ein bisschen schicker machen. So, was haben wir hier schönes? Ein Teleskop. Ah, und kann es benutzen? Kann ich es benutzen? Ah, weg, oder? Ah, cool, kann man so benutzen. Cool, da kann ich so ein bisschen einfach die Map angucken. Ah, das ist ja cool. Sehr schön. So, dann machen wir ein paar Lichter, würde ich sagen. Starter Box. Ich habe so viel Geld zusammengespart, Leute. Ich glaube, wir können uns richtig viel kaufen hier. Und hier kann man jetzt... Ah, okay. Ah, endlich wieder neue Dropper. Oh, endlich. Ich habe schon drauf gewartet. Ist ja voll die geile Base hier. Nice. So, geht's weiter. Zack, zack. Ja, läuft, würde ich sagen. Cool. Und weiter geht's. Ah, okay. Jetzt haben wir hier einen neuen Dropper. Ich brauche auf jeden Fall viel mehr Kohle. Ich brauche mehr Geld. Ich brauche mehr Geld. Hier ist auch eine Leiter am Start. Ja, cool. Gucken wir mal. Dann geht's hier weiter. Auf den Floor. Alter, ich bin so reich, ich kann mir einfach alles kaufen, gut, dass ich lange gespart habe, Leute. Vielleicht kriegen wir noch eine bessere Waffe, ich guck gleich mal. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Ah, geht, ah, jetzt baue ich mir gerade so ein Schiffchen. Ah, cool, jetzt habe ich so ein kleines Schiff, guck mal. Oh yeah, oh. Hallo, ich will raus. Ich will raus. Das muss ich ja immer homejumpen. Okay, ihr habt gesehen, ich bin gerade stecken geblieben, habt ihr das gesehen? Egal, komm, wir gehen mal nach oben. Kein Problem. Auf jeden Fall kommen wir schon mal die nächste Waffe kaufen. Das geile Sparen hat sich richtig gelohnt, Leute. Richtig krass. Ich kann mir einfach noch bessere Waffen kaufen. Das ist super wichtig. Weil einfach, es geht so viel schneller, wenn man einfach mehr Schaden macht. Das ist halt, ja, wichtig. So, cool. Jetzt können wir uns hier die... Was ist das hier? Alter, ohne Battle Maze. Nice one. Ja, cool. Geht's weiter.
So, Leute, komm, wir machen jetzt hier richtig Action. Ich habe so viel Kohle gespart, ich will jetzt ausgeben mit euch zusammen. Deswegen habe ich extra gespart für euch. Also, richtig cool von mir. So, weiter geht's. Das bauen wir hier. Okay. Oh, jetzt weiter. Oh, das ist schön. Ah, guck mal, ich stelle jetzt hier Putzkräfte ein. Die machen das schöne Schiff für mich sauber. Ah, das ist gut. Ja, macht schon sauber, meine kleinen Drachen. So muss das sein. Sehr, sehr gut. Weitermachen. So, was haben wir hier? Eine Mauer. Ein Tor. Eine Tür, ein Teppich. Was haben wir jetzt hier? Okay, Licht, bitteschön. Kerne. Oh, Dragon. Oh, der nächste Dragon-Wurf. Alter, wow, so schnell kann ich nicht gucken. Wow. Und was haben wir jetzt? Alter, ist er noch größer geworden. Ja, super. Es kann auch fliegen. Ah, das Elf ist freigeschaltet. Sehr schön. Jetzt kann ich fliegen mit dem Drache. Yay, das ist cool. Endlich fliegen. Jetzt habe ich es auch. Ich habe schon so viele Leute fliegen. Hier ist meine Flagge. Guck mal, Leute. Hier bin ich. Hallo, Kuckuck. Hallo. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Cool. Es hat ja endlich einen Skill. Ja, nice. Und geht es jetzt hier auch weiter? Oder wie sieht es hier aus? Muss ich jetzt irgendwo hochfliegen? So, habe jetzt gerade ein bisschen Hilfe geholt. Das heißt, es geht hier unten weiter mit Bauen. Man kann es, glaube ich, zu anderen Welten noch weiter. Und hier unten ist das nächste Bau, was ich bauen kann. Perfekt, da hat mir aber der Mr. Fritz hier geholfen. Das heißt, ein Teleporter für 3000. Oder kann man jetzt in Sky Island? Ewurf Level 3. Ja, witzig, komme ich jetzt hier einfach rein? Ah, hier ist Sky Island. Ah, okay, cool. Hier geht's also weiter. Perfekt. Ah, jetzt kann ich hier meine Kohle weiter ausgeben. Ah, jetzt gehen wir in Sky Island einmal rein. Richtig geil. Okay. Und dann kann ich hier weiter... Was bauen? Wo bin ich jetzt hier? Bin ich jetzt ganz alleine? Okay. Ah, hier ist doch mein Geld. Okay, geht's weiter. Ah, jetzt kann ich hier... Guck mal, jetzt kann ich hier einstellen, dass die Drachen angeln. Cool. Sehr gut. Ja, nett. Guck mal hier, die sammelt für mich das Cash hier. Ist aber nett. Dankeschön. Ja, sehr cool. Leute, geht's weiter hier und lassen wir uns dann weiter bauen. Wir können ja richtig viel bauen jetzt. Cool, jetzt sind wir von einer anderen Dimension. Welche Level sind denn die da vorne? Ich mal kurz gucken. Die sind Level... Oh, was? Level 35. Können wir die besiegen? Ich guck mal. Mal gucken, ob ich die besiegen kann. Ja, easy. Kriegen wir hin. Aber guck mal, es sind so eine Riesenköpfe hier. Richtig krass. Wir machen schon 3 Schaden, also auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Ja, cool, Alter. Nice. Finde ich gut. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir weiter bauen können. Das heißt, wir haben jetzt meine fleißigen Angler schon mal sehr nice. Hier habe ich jetzt eine Wand. Oh, es geht hier richtig weiter. Oha. Na gut, dann machen wir hier weiter. Komm, wir machen jetzt hier weiter. Das heißt, einmal Fundament bauen. Hier auch mal ein Fundament bauen. So, zappi zapp. Und jetzt geht's weiter hier. Wallbase. Oh, es sieht wieder gut aus. Kann ich für meinen Drachen wieder evolven? Oh ja. Oh ja, das sieht gut aus. Was haben wir hier vorne? Jetzt haben wir einen Kerndo. Okay, ein Floor, bitteschön. Ja, bitteschön. Eine Wall, bitte. Na klar, kriegst alles hier. Gar kein Problem, bitteschön. Alles hier am Start. Ich mach's wieder gemütlich hier. Schönes Bett, was ich nicht benutzen kann, aber völlig in Ordnung. So, nächsten Floor. Wieder Wall, Gate. Zacki. Oh, ah, das nächste Schwert. Fixword. Das ruhig mir auch glatt. Sehr schön. Oh, 30 Schaden. Oh, das hilft mir extrem weiter. Das ist ja geil. Oh, cool. Das wird richtig krass drauf hier. Ja, nice. So, hier geht's weiter. Cash weiter eingesammelt nebenbei. Ja, cool. Boah. Oh, die Sense, also ich muss sagen, die Robox-Waffen sind richtig nice aus. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall noch ein besseres Schwert gefunden. Sehr nice. So, Statue. Noch ein Floor. Wall. Nochmal ein Ewolf. Geil. Ich hoffe, es kann er endlich mal irgendwie eine Attacke lernen. Was macht er jetzt, der kleine Drache? Oh, geil, Leute. Ein Video und 3 Ewolf. Hier richtig cool. Wenn sie was jetzt passiert. Jetzt hat er Flügel bekommen, der Kleine. Okay. Ja, cool. Jetzt hat er Flügel bekommen, der Süße. Hat jetzt irgendeinen Skill, bitte, den er lernen kann? Irgendeinen Skill? Er hat keine Skills, der Gute. Er hat keine. Mann, ey. Aber ist okay. Wir haben jetzt den nächsten Hof. Das ist wichtig. Und jetzt haben wir hier, glaube ich, schon wieder alles gebaut, wie es anscheinend. Es gibt ja immer schon mehr Cash rein. Das ist richtig gut. Das können wir, glaube ich, in die nächste Stadt einmal. Jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt haben wir uns eine richtig schöne, ja, kleine Festung gebaut.
Und, jetzt müssen wir uns von Level zu Level bauen. Ich verstehe schon. New Island hier. Alles klar. Evo Level 4. Hier ist Dragon Village. Alles klar. Okay, jetzt hier go back. Hier haben wir, kommen wir hier schon rein. Would you like to Dragon Mine? Ich glaube, das machen wir später. Was haben wir hier? It's a Dragon Village. You can find hidden skills of... hier kann man die... hier kriegt man die Skills auf den Dragon. Sehr nice. Leute, komm, gehen wir noch mal rein und mal gucken, was hier passiert. Oh mein Gott, ich mache hier so viel auf einmal. Ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen, lass mal bitte ganz kurz, ich will hier einmal bitte, wie soll ich sagen, in meinen Teleporter rein und will ganz kurz noch mal hier noch mal ein bisschen leveln, damit ich noch kurz das neue Schwert austesten. Komm, wir können hier nämlich hier einmal, zack, hier einmal durch. Und ich bin gleich Level 15 und mal gucken, wie schnell ich jetzt die platt mache. Hier, guck mal, Leute, wie krass ich bin. So, kommt. Oh ja, das ist nice. Guck mal, der sprüht jetzt Feuer, mein Guter. Ja, nice. Das kann ich ihm gleich anscheinend einen Skill beibringen. Richtig cool, ey. Das ist gut. Machen wir gleich mal. Level up. Level 15. Ja, nice. Komm, dann können wir einmal den Drachen fliegen. Bam, 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 bam. Und Level 15 freigeschaltet. Oh, jetzt haben wir hier Geister. Level 20. Okay, da waren die anderen schon ein bisschen krasser. Muss man sagen. Aber ist so in Ordnung. Was ist hier? Hier ist am Level 20 weiter. Dann macht das schon Sinn, nach vorne weiterzugehen. Weil die machen ja auf jeden Fall dann... Ja, die sind auf jeden Fall besser, glaube ich. Diese Ritterköpfe waren das. Die waren cool. Die mache ich gleich schon mal fertig. Perfekt. Ja, cool. Komm, lass mal noch zu den Ritterköpfen nochmal gehen. Das fand ich richtig cool. Aber es gibt richtig viel Geld hier. Richtig gut, ey. Cool, gefällt mir. And finish with Skyland. Kann man... Ich probiere mal, jetzt hier reinzukommen, Leute. Das funktioniert, ich weiß aber nicht. Ich probiere es kurz mal. Yes. Komme ich da jetzt schon rein? Er lädt, er lädt. Jetzt bin ich... guck mal, jetzt bin ich bei Level... Oh, jetzt bin ich hier... hier ist eine Mine. Touch. Jetzt bin ich in der Mine drin. Ja, super nice. Oh, alter Falter. Richtig krass. Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einfach kurz mal Stopp. Das heißt, ich werde versuchen, jetzt ein bisschen durch die Mine Level 45 schleimen. Komm, wir machen mal kurz einen Fall. Vielleicht schaffen wir den. Ja, komm, wir probieren es mal, Leute. Oh, der macht schon 4 Schaden. Alter. Aber auf jeden Fall lohnt sich dann richtig, wenn ich, glaube ich, so einen jetzt schaffe, müsste, glaube ich, richtig viel bekommen. Und ich versuche in der nächsten Folge uns jetzt mal die Skills vom Drachen mitzubekommen. Auf jeden Fall richtig cool, Leute. Jetzt sind wir schon in der Mine. Mega nice. Cool. Und der beiden Drachen braucht ein paar Skills, man. Auf jeden Fall. Die brauchen wir unbedingt. Aber gucken wir jetzt mal. Und? Alter. Richtig viel Erfahrung. Ja, nice. Leute, bis dann. Im nächsten Video wieder. Das haben wir ja eigentlich eine Mine erforscht. Das heißt, richtig cool. Das heißt, vergesst nicht, ein Abo und ein Like zu lassen. Beide coole Videos. Und dann bis zum nächsten Mal. Und schauen uns die Mine an. Bis dann. Ciao.